Die Lautstärke ist gut, glaube ich. Liebe Aachenerinnen und Aachener, seit Ende Juni versammeln wir uns jeden Montag um 18 Uhr in Aachen, um gegen das angekündigte Kürzungspaket der Bundesregierung zu protestieren, weil wir es nicht hinnehmen wollen, dass zwar die Milliarden zur Rettung von Banken rausgeschmissen werden, übrigens auch in immer infamerer Weise mal ebenso in Telefonkonferenzen beschlossen wird, ja, jetzt werden nochmal ein paar Milliarden locker gemacht, aber gleichzeitig im sozialen Bereich gekürzt werden soll in unerträglicher Weise und in infam ungerechter Weise, wenn Sie kennen alle vielleicht den Fall, der relativ deutlich auch geworden ist, dass man ausgerechnet bei denen, die um ihre Wohnung bezahlen zu können, Wohngeld beziehen, dass man ausgerechnet denen den Heizkostenzuschuss nehmen möchte. Jetzt ist wieder mal davon die Rede, dass die Energiekosten teurer werden. Aber die Bundesregierung meint trotzdem, man könne den Heizkostenzuschuss, der genau deswegen eingeführt worden war, jetzt einfach streichen. Wir haben einige Redebeiträge heute und als erstes möchte jetzt Birgit Heidmann sprechen. Hallo, liebe Menschen. Der Darius sprach schon gerade von dem Geld und von den Heizkosten und so weiter, was alles gestrichen wird für die Bürger. Das ist eine ganze Menge. Und während uns immer mehr Geld und Lebensqualität entzogen wird, schmeißen überall unsere Volksvertreter unser Geld zum Fenster raus. Denn in dem Moment, wo wir sie gewählt haben, damit sie für unsere Rechte sorgen, fangen sie sogleich an, unsere Rechte zu beschneiden und nur für sich ihre Lobbyisten, also ihre Konzerne zu sorgen. Schließlich ist es mittlerweile auch schon vielen klar, wenn nicht sogar schon allen klar, dass die Politiker selber gar nicht mehr bestimmen. Die unterschreiben nur die Gesetze und die Kürzungen, die im Grunde genommen von den Konzernen bestimmt werden. Denn dort sammelt sich das Geld an. Da, wo schon viel ist, kommt noch ein ordentlicher Klacks dazu. Zum Beispiel, jetzt sage ich Ihnen mal, wo überall Geld für ausgegeben wird. In Ministerien. 1,25 Millionen Euro für die Neumöblierung von Gutenbergs Verteidigungsministerium. Frage, waren denn alle Stühle und Sessel und Tische kaputt? Zweitens, 75.000, hier steht 750.000, aber auf die paar Pfennige kommt es ja jetzt auch nicht mehr an, Euro für Beleuchtung von Westerwelles Auswärtigem Amt. Frage, womit wurde früher beleuchtet? Ob das Verbot von den Glühbirnen herrührt? Drittens, 700.000 Euro Beleuchtung für Ursula von der Leyens Bundesarbeitsministerium. Frage, waren da auch alle Glühbirnen kaputt oder verboten? Viertens, 490.000 Euro für Möbel, Geschirr, Gläser und so weiter für Wulffs Bundespräsidialamt, obwohl 2006 bereits alles erneuert wurde. Frage, wurden die 4 Jahre alten Sachen alle weggeworfen? So, das ist schon mal so ein ganz kleiner Überblick, was unsere Ministerien für Geld einsacken, derweil uns hier, den armen Leuten, die Heizkosten noch nicht mal bezahlt werden. Die Oberbürgermeister der Städte machen es ebenso. Kaum haben sie ihren Chefsessel, vertreten sie nur noch ihre eigenen Interessen bzw. die Interessen ihrer Lobbyisten. Nicht nur in Stuttgart, sondern überall passiert das Gleiche. Unsere Politiker benutzen schamlos das Wort Demokratie für das gelebte Gegenteil. Ebenso wie das Wort Reform für die sozialen Kürzungen.
Zum Beispiel in Aachen. Vor circa über 10 Jahren passierte die großflächige Asphaltierung einer Naturlandschaft für zukünftige Gewerbebetriebe. Aber dieses Gelände mit dem Namen Avantis steht immer noch fast ganz leer. Dafür haben Skater schöne freie Straßen zum Surfen. Und die Stadt, also wir, zahlen weiterhin die Zinsen dafür. Unser damaliger OB Linden stellte mir vor kurzem, also vor einem Jahr, das Mikro ab, als ich das Wort Avantis im Ratssaal aussprach. Jetzt braucht nach Aussage unserer Ratsleute die Stadt Aachen angeblich 3 Luxus-Einkaufsglaspaläste. Erstens, Aachen-Arkaden in Aachen-Rote Erde. Ein Flop. Die noch leere Etage wird zum Büroraum. Zweitens, trotzdem soll die geplante Kaiserplatzgalerie über mehrere Straßen unbedingt gebaut werden, obwohl keine ausreichende Finanzierung für den Bau und keine ausreichende Anmietung für die geplanten Verkaufsflächen vorhanden sind. Gerade begann der Abriss der Häuser, nachdem unter jahrelangem Druck die Mieter ihre Wohnungen räumen mussten. Mal sehen, was passiert, wenn alles abgerissen ist. Mit welchem Geld wird was gebaut und wenn überhaupt? Der Investor ECE aus Hamburg und Architekt Kahlen haben angeblich auch in Stuttgart ihre Finger im schmutzigen Spiel. Die Abzocker sind also überall die gleichen. Logisch. Drittens. Es ist ein großes Einkaufszentrum hier am Büschel geplant. Ne? Erst Kaiserplatz, dann hier am Büschel, es geht immer weiter. Warum eigentlich, wenn doch schon die KPG, also die Kaiserplatzgalerie, ein Problem darstellt? Und dazwischen liegt der Kaufhof. Wie soll der überleben? Es wird also auf Teufel komm heraus geplant und den planenden Architekten das Geld in den Rachen geworfen. Für nichts. Aber das Geld ist ein Fuchs. Ich habe jetzt noch eine neue Info. Die frei werdenden Flächen. Moment, in Stuttgart. Also, die frei werdenden Flächen des eventuell doch noch gebauten unterirdischen Bahnhofes in Stuttgart werden unter anderem aber massiv von ECE geplant. Also, ebenfalls ECE, Shoppingcenter und so weiter. Dies könnte im Übrigen deswegen der Fall sein. Zweitens, dies könnte im Übrigen deswegen der Fall sein, weil eine Frau, Friederike Bayer, Managerin im ECE ist. Privat ist sie die Lebensgefährtin von Herrn Günther Oettinger. Der Architekt des unterirdischen Bahnhofes in Stuttgart ist ganz nebenbei ein alter Geschäftspartner von Herrn Kahlen, der die Kaiserplatzgalerie geplant hat. Nämlich Herr Christoph Ingenhofen. Die beiden hatten eine Bürogemeinschaft und das Büro in Düsseldorf ist in einem Haus. Das nennt sich Kai 18. Könnte man mal klingeln gehen, ne? Sind unter anderem auch deswegen so sauer, weil sie mehr und mehr verstehen, dass dies kein Bahnprojekt im klassischen Sinne ist, sondern vielmehr ein städtebauliches. Und tatsächlich will ECE dort 500 Millionen umsetzen, wo jetzt die Gleise liegen. So einfach ist das. Konvention im klassischen Sinne. Das Produzieren von großen innerstädtischen Filetgrundstücken. Heute war ich beruflich in Ja gut, der mir das sagt, er war beruflich in Ludwigshafen. Dort wurde eine neue Shopping Mall von ECE vor 2 Tagen eingeweiht. Die Ludwigshafener werden wohl eine ähnlich tote Innenstadt vorfinden, wie dies in Oberhausen der Fall ist. Und überall der gleiche Club von Leuten zusammen. Geldgeber, Planer, Projektore und Firmen, die dann zuletzt alles umsetzen und tüchtig kassieren. Und dann stehen, das ist ganz klar, diese Shoppingcenter relativ leer. Denn wer soll da alles einkaufen?